Hey ho, meine Lieben! Ein Schweinenacken, fünf verschiedene Spieße. Und was der FT1 damit zu tun hat, na, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Und Leute, Rezept, Infobox. Wenn ihr was nachmachen wollt, müsst ihr euch das aufschreiben. Also Pause drücken, Zettel holen, mitschreiben. Weil ich muss mir dann auch wieder das Video anschauen, wenn ich mal irgendwas nachmachen will. Gehen wir rüber, schauen wir uns die Zutaten an und was es mit dem Döpfle auf sich hat. Attacke! So Freunde, da wären wir bei der Übersicht. Teilweise werden wir die Zutaten sowieso erst später dann brauchen oder nochmal, weil jetzt wird erst einmal der Schweinenacken. Das war das Stück, was ich letztens eingefroren hatte eben. Der wird jetzt erst einmal in kleine Stückchen geschnitten. Ja, und dann haben wir Zwiebel, Tomate, ein Hela Gewürzketchup, einen normalen Heinz Ketchup, dann den India Rub von der Grillshow. Ne? Idee, wo es hingeht bei den Spießen. Dann haben wir hier von Dolly Sauce die Mayonnaise. Die passt hier jetzt hervorragend. Dann haben wir den Grillpfeffer von Klaus Grillt. Tja, und dann machen wir noch eine kleine asiatische Variante. Da habe ich eine Sojasauce, einen Reisessig. Ich wollte eigentlich ein Mirim. Wo ist mein Mirim? Da muss ich noch schnell gucken. Dann habe ich hinten gerade gefunden Johnnys 9 China Spice Symphony. Na, die werden wir doch mal verwenden. Dann ein Spieß relativ ganz normal machen mit dem Gewürzsalz von Oberpfalz Barbecue für Schweinebraten. Tja, und dann machen wir noch eine Spieß Gyros-Variante mit dem Gyros-Gewürz, was ich da zugeschickt hat, bekommen habe. Ja, ganz genau. Und jetzt schaue ich nach, wo mein Mirim ist. Haha, ich habe ihn gefunden, habe ich mich doch glatt vergriffen gehabt. Aber egal, verwenden wir einfach beides. Na laut. Wie gesagt, wollt ihr irgendwas nachmachen, müsst ihr entweder auf andere Gewürze umsteigen oder eben ja, die organisieren. Mitschreiben, hier könnte man jetzt auch Salz, Pfeffer, Paprika ganz normal nehmen. Hier jeden anderen Pfeffer ist auch kein Thema. Hier tut so eine 9 Kindergewürz oder was weiß ich, wie viel Gewürze oder 7 waren es. Gewürzmischung ganz normal. Hier könnte man jetzt auch auf Salz, Pfeffer, Paprika und Gewürze, wie man es halt möchte, umsteigen. Gyros-Gewürz, ganz klar, kann man auch alles nehmen, was man möchte. Gut, dann wäre das geklärt. Übrigens habe ich ja Salz auch noch dastehen. Wird man eventuell auch noch brauchen. Aber jetzt wird erstmal der Nacken in ja, schöne kleine Häppchen geschnitten. Fertig. Kurz einmal hier sauber machen und dann geht es schon mit der ja, verschiedenen Fleischwürzerei weiter. So Freunde, jetzt natürlich hier immer die richtige Menge zu finden, das ist gar nicht so einfach. Hier kommt jetzt ganz einfach unser Gyros-Gewürz drüber. Schön einkneten. Ja, und dann wäre das mit dem ersten Fleischvorbereitung auch schon fertig. Dann kommt nachher bloß noch schnell eine Klarsichtfolie drüber, bevor das Ganze noch in die Kühlung wandert. Also Variante Gyros fertig gewürzt. So. Machen wir es halt ganz einfach so. Ich weiß gar nicht, warum das Gewürzsalz heißt. Da ist ja jede Menge anderes auch noch mit drin.
Also vom Gewürzsalz ist das, glaube ich, meilenweit entfernt. Aber nun gut. Er hat es so genannt. Das kriegt ihr übrigens beim selben Hersteller, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, wo es auch die Gewürze von McAllister gibt. Dann wäre die zweite Variante auch schon fertig gewürzt. Tja, und jetzt wird es etwas aufwendiger. Das Gewürz ist auch noch nicht offen. Wird's mal ein klein wenig. So, das reicht schon. Ja Leute, und dann muss ich jetzt erstmal die Flaschen hier aufmachen. In der Zwischenzeit kann ich schon mal ein bisschen Sojasauce drüber schütten. So, das reicht. Und jetzt muss ich erstmal Flaschen aufmachen. So, von dem Reisessig. Ein Spruzerle, das reicht. Und von dem Mirim können wir ein bisschen mehr reintun. Der kommt. Ja, komm raus, Feigling! So. Und da lassen wir das ganze Fleisch jetzt auch erst einmal schön drin. Wie gesagt, da kommt auch eine Folie drüber. Dann wäre das dritte auch schon fertig. Das sind dann die da drüben. Ja, gibt genau noch mal zwei Spieße, dann haben wir es genau geschafft. Und hier nehmen wir jetzt eben unseren Klaus Grillpfeffer. Da könnt ihr wie gesagt jeden anderen Pfeffer auch nehmen. Ja, da kommt viel Pfeffer rein. Der riecht mal richtig gut. Und dann werden die einfach noch mit Mayo eingedingert, einbalsamiert. Das reicht schon. Wir haben ja nicht so viele. Nächste Variante fertig. Ja. Jetzt wird es langsam eng hier. Und für die letzte Variante, da kommt jetzt eben der India-Rub drüber. Obwohl, da lassen wir es jetzt schon gut sein mit dem India-Rub. Dann haben wir noch einen normalen Curry ordentlich drüber. Tja, und dann wird das Fleisch auch schon soweit gewürzt. Ja, dann werde ich jetzt alles mit Folie abdecken und dann wandert es nochmal für 2-3 Stunden in die Kühlung. So Freunde, so sieht es nun aus. Das Zeug kann alles weg und aufgeräumt werden. Das wandert jetzt in die Kühlung. Unsere 5 verschiedene Fleischvarianten. Dann haben wir noch die Spieße. Heinz Ketchup, den Hehler Gewürzketchup. Ja, die Tomate und die Zwiebeln. Ja, und das brauchen wir dann später, wenn wir eben ja, die Spieße und den Rest soweit vorbereiten. Und was brauchen wir noch dazu? Ein bisschen an Tomatenmark. Tomatenmark scharf. Wieso gibt es das Tomatenmark als scharf? Ich glaube es ja gar nicht. Nee. Nehmen wir Tomatenmark Basilikum. Also das werden wir dann auch noch benötigen. Ja, gut Leute. Das war's soweit. Wir sehen uns dann. Jetzt haben wir es 2, 3, 4. So gegen 5 werde ich weitermachen. 2, 3, 4, 5. Also 3 Stunden lassen wir jetzt hier das ganze Fleisch durchziehen, einwirken, die Gewürze ins Fleisch. Leute, bis ja. Cut. Ey Leute, schaut mal, was ich noch gefunden habe am Bacon. Den schnippeln wir in die Schaschlik-Variante mit rein. Also da fange ich jetzt etwas früher an als mit dem anderen. Warum, werdet ihr nachher dann gleich sehen. Und ich schneide mir jetzt erstmal den Bacon etwas kleiner.
schneide die Tomate in kleine Stückchen, schneide die Zwiebel klein und schmeiße das alles hier komplett in die Schüssel rein. Ich schneide alles klein und schmeiße es in die Schüssel rein. Reimt sich auch. Gut. Jetzt hat die mal fast den Daumen geschnitten. Aber das müsst ihr jetzt nicht unbedingt zugucken. Ich hole euch nachher wieder dazu. So einfach machen wir das jetzt. Haha, lacht's nicht, aber mir ist hier gerade aus Versehen noch ein Knoblauch mit reingefallen. Und ich bin ja ein sehr bequemer Mensch. Also, ja, ich vermeide unnötiges Rein- und Raustragen. Darum schmeiße ich hier jetzt noch die restlichen Sachen einfach gleich mit rein. Ein bisschen an Butterschmalz braucht man natürlich auch noch. Ja, dann kann ich das schon alles wieder aufräumen. Dann brauchen wir bloß noch das hier, das hier, das hier, das Töpfle und die Spieße. Schauen wir mal, ob das mit dem Messer geht so. Nee, lieber nicht. Dann nehmen wir unsere Zange, wo wir da liegen haben. Machen wir die Yoshis einfach ein klein bisschen kürzer, weil die waren jetzt etwas zu lang. So. Dann schauen wir mal, ob es 2 oder 3 Spieße werden oder 4. Je nachdem, was ich auf so ein Spießle drauf kriege. Das reicht schon. Oh, da werden sogar mehr Spieße, als ich gedacht habe. Sehr schön. Tada! 5 so Spießle sind es geworden. Das hier, dann die Ketchup und den Gewürzketchup nehmen wir mit raus. Da ist eh nicht mehr viel drin. Und das Töpfle. Tja, Leute, und dann sehen wir uns draußen. Und yeah, jetzt gibt es ein Wiedersehen mit dem Mini-Kamado. Ja, genau. Leute, wir gehen raus. Ja, da steht er und ja, heizt vor. Und sobald die Kohlen jetzt schön durchgeglüht sind, grillen wir uns erst einmal die Spieße an. Ganz höllenmäßig durchgeglüht sind die Kohlen noch nicht, aber das ist vielleicht auch ganz gut so. Dann verbrennen uns vielleicht die Spieße nicht. Die hauen wir jetzt hier einfach mal schnell drauf und grillen die einmal schön an. Von ja, bei allen Seiten, aber warm ist, und angrillen. Also hier geht ja wirklich der Punk ab. Oh Leute, ich glaube, ich hau lieber gleich die Deflektorplatte rein. Das ist wahrscheinlich geschickter. Ja, genau. Super, Michi, super. Ah, warum tue ich den Stein nicht vorher runter, Zefix? Und jetzt einmal schön in die Runde durchgrillen, vorgrillen, angrillen, bevor es dann mit dem Döpfle weitergeht. Gucken wir mal wieder. Na ja. So langsam werden sie. Wie gesagt, die müssen wir bloß angrillen, dass sie ein klein bisschen Farbe bekommen und gut ist. Hätte ich natürlich alles komplett auf der Weberkugel machen können, aber ich habe mir gedacht, mein Gott, nehmen wir mal wieder den Kleinen hier. Warum auch nicht? Haben wir schon ewig nicht mehr in Einsatz gehabt. Und gleichzeitig ist ein Zuschauerwunsch erfüllt, ja, wo es geheißen hat, ich soll was in der kleinen, auf dem kleinen Keramikgrill machen mit einem FT1. So, ein paar Minütchen später sind wir eigentlich schon soweit. Reicht vollkommen. Da kann man die Spieße momentan wieder raus tun hier. Ja. Und die sehen doch schon mal richtig gut aus.
das mit dem hier auch gehen. Jawohl. Wenn ich bloß wüsste, wo der richtige, ordentliche Ding hierfür ist. Keine Ahnung, wo der abgeblieben ist. Aber so geht es momentan auch. Dann stellen wir uns hier direkt in die Glut mal rein. Den FT1. So. Ich glaube, der FT3 hätte auch reingepasst, aber ich wollte einfach den FT1 heute nehmen. So, dann fischen wir hier oben die erste Ladung runter. Ich glaube, der Topf wird ganz schön voll werden. Hoffentlich nicht zu voll. Also auf die kleine Fläche wird es jetzt wahrscheinlich mehr erkochen, also anbrotzeln, anbraten werden. Aber das ist mir jetzt relativ. Alles drin. Jetzt muss es bloß noch ein bisschen einschrumpeln. Das braucht ein paar Minütchen. Es wird weniger. Unten habe ich auch schon etwas oder ziemlich weit zugemacht den Grill. Weil wir dürfen ja nachher nicht zu viel Hitze hier drin haben. Das wäre gar nicht so gut. Und so ein Keramikgrill braucht ja immer, bis er wieder etwas runterkommt von der Hitze. Aber ich schmeiße nachher die Deflektorplatte rein plus den Pizzastein, dann noch das Gitter oben drauf und da kommt dann das Döpfle oben drauf. So, gleich sind wir soweit. Dann geht's weiter. Ja, mit der Ketchup-Pampe. So, das Ganze ist relativ recht gut einreduziert. Schauen wir mal, dass wir den Topf hier rausbekommen. Ah, der geht ja ohne Probleme. Freunde, jetzt nicht wundern. Da war wirklich nur noch ungefähr bis hier der Ketchup drin. Also, und jetzt habe ich gleich noch ein bisschen Wasser dazu, dass wir wirklich alles sauber rauskriegen hier. Tjo, der ist leer. Dann sput's normalen Ketchup mit rein. Zur Freude vom Heumann nehmen wir einen Heinz Ketchup. Tja, und dank des Gewürzketchups, also dem Curry-Gewürzketchup und dem Heinz-Ketchup, sollte jetzt so viel Geschmack drin sein, dass wir nichts mehr dran machen müssen. Schauen wir mal gleich. Sehr geil, außer dass ich gerade zu gierig war. Und hier schmeißen wir jetzt einfach unsere Spieße mit rein. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich die abgeschnitten habe. Einfach, dass die Spieße da komplett mit reingehen. So. Ganz untergehen tun sie nicht. Aber das sollte jetzt auch das Problem nicht sein. Da. Deckel drauf. Und Deckel geht nicht zu. Verdammt. Also ich hätte eigentlich gemeint, der geht zu. Ach, da ist das Thermometer wieder im Weg. Da war ja was. Schauen wir mal, wenn wir den weiter hinterschieben. Jawohl, jawohl, jawohl. Gut. Und ja, jetzt bei gediegener Temperatur. Ich schau mal, dass ich so 150 Grad nein kriege dann im Endeffekt. Maximal 200. Lass mal das Töpfle jetzt einfach mal so. Ein, zwei Stunden noch da drin, eine Stunde auf alle Fälle. Und dann ist
das hier fertig. Und in der Zwischenzeit habe ich auch da hinten schon den Webergrill vorbereitet, die Kohlen rein. Das kann ich dann anfeuern und da geht es nachher dann auch weiter. Tada! Da wären wir wieder. Die restlichen Spieße fertig machen. Schauen wir mal, was wir alles brauchen. Ich fange jetzt hier mal mit den Mayo-Pfefferspießen an. So nennen wir sie. Jawohl. Und ich bin ja echt gespannt, wie gut die werden. Mach immer zwei so Fleischbröckchen auf einen Spieß. So hatte ich mir das, glaube ich, auch gedacht ursprünglich. Oder waren es drei? So. Erste Runde. Das könnte der Gyros sein. Ja, das ist der Gyros. Oh Mann, Leute. Hauen wir hier jetzt. Doch, hier haue ich auch schon Zwiebeln mit drauf. Jeweils eine Scheibe in die Mitte. Warum auch nicht? So. Nächste Runde. Jetzt kommen die Gyrosspieße. Da wollte ich eigentlich ein paar Zwiebelchen mehr draufhauen. Ich weiß nicht, ob die Zwiebeln dann im Endeffekt drauf halten oder ob die abfallen. Das werden wir dann sehen. Immer wieder die Zwiebeln haben vergessen. Tja, dann wären die auch fertig. Tja, dann kommen die noch. Also die lege ich jetzt auch nicht in die Schale mit rein, in die große, eben wächst der Brü. Die Brü brauchen wir aber noch, weil die Spieße werden wir zwischendurch dann nochmal nachpinseln. Tja Leute, was soll ich sagen? Unsere Spieße sind alle komplett fertig. Dann können wir jetzt wieder rausgehen. Es ist soweit, der Grill ist aufgeheizt, der Rost ist abgebürstelt. Dann können wir unsere Spieße drauf wuchten. Die schmeißen wir alle in den indirekten Bereich. Und wenn wir wollen, können wir die nachher noch auf direkte Seite auch nochmal drauf schmeißen. Ob das nötig ist, ist, ja, weiß ich noch nicht so ganz. Und ob ich jetzt alle mache, also die mache ich auf alle Fälle komplett. Die Mayo-Spieße mache ich auch komplett. Da mache ich jetzt bloß mal zwei. Das sind die Gyros-Spieße, da mache ich auch bloß zwei. Tja, dann hätte ich noch fünf Spieße übrig. Das wäre so gerade der Happen-Ess für morgen. Leute, ich tue den Rest wieder in die Kühlung und die mache ich dann morgen out of video. So Freunde, dann schauen wir mal rein. Also ich habe seitdem nicht offen gehabt, nicht reingeschaut, gar nichts und das duftet mal herrlich. Oh, sieht das gut aus. Und riechen tut es. Oh. Und nichts angesetzt, nichts angesetzt, Gott sei Dank. Ja Leute, lecker, lecker, lecker. Die Spieße habe ich auch noch, die habe ich jetzt ganz vergessen, wo ich das Zeug auf den Grill gewuchtet habe. Egal, wir essen auf was wir Lust haben und der Rest wird morgen verspeist. Und als Beilage gibt es so ein paar Kartoffeltaschen und Zündschnüre. Tja, warum Zündschnüre? Ich würde es mit Flotte Fritte. Und wer mich kennt und meine Videos, weiß ganz genau, was ich hier mit Zündschnüren meine.
Gut. Wie weit sind denn die schon? Die lasse ich jetzt noch kurz heraus und nachher tue ich sie eben noch mal rein und frittiere sie dann fertig. Nix Blechle Kem, da war ja noch was. Also lang ist es noch nicht drauf eben, aber hier tue ich schon mal wieder drüber pinseln, weil das gibt einfach diese schöne, geile, klebrige, papprige Kruste. Ja gut, das ist nicht wirklich eine Kruste, aber ich nenne es jetzt einfach mal so. Ey, ohne Scheiß, da kommen dermaßen vielfältige Gerüche heute raus. Das finde ich mal richtig krass geil. So, und jetzt drehen wir sie alle einmal um. Oh, sieht das geil aus. Na? Nein, so rum. So, und die pinseln wir gleich wieder ein. Die anderen werden auch alle einmal umgedreht. Dann sind wir wirklich gleich fertig. Nur noch ein paar Minütchen. Eigentlich bloß noch die Teile hier zwei, dreimal einpinseln. Was ich vergessen hatte, was man eigentlich mit diesen Zöschen noch machen sollte, noch ein bisschen an Zucker reinrühren, damit es wirklich so klebrig wird, wie ich gesagt habe. Aber mein Gott, haben wir Zucker gespart. Und der genaue Grund war eben, warum ich den Kleinen jetzt heute noch im Einsatz hatte. Einfach weil das Töpfle, die ganze Geschichte ja etwas länger dauert und jetzt das Essen gleichzeitig fertig ist. So, ich bringe jetzt das Megatöpfchen rein. Deckel wieder zu. Und dann hole ich den Rest auch noch mit hinein. Ja, und dann können wir schon essen. Aber das zeige ich euch noch, wie es vom Grill runternehmen. Ja. Mein Kochlöffel nehme ich auch gleich mit rein. Jetzt ist es soweit. Ja. Die Pommes habe ich auch schon raus. So. Wie war das jetzt mit den Spießen? Das war die andere Variante. So. Dann haben wir hier die Gyros-Spieße. Und noch die Spieße. Ja, Leute, wenn das kein buntes, einfaches Mahl ist, weiß ich auch nicht. Und jetzt gehen wir rein, da wird gegessen. Hier haben wir unsere Taki-Zündschnüre, die Spieße mit den Kartoffeltaschen und das Beste hier. So. Nam. Das sieht auch geil aus und es riecht geil. Aber ich werde mir jetzt meinen Teller vollladen, den seht ihr nachher gleich und dann wird gegessen und fünfmal probiert. Ist das nicht ein geiler fleischbeladener Teller? Also, so ist so. Mhm. Und jetzt probieren wir mal die Spieße nach der Reihe durch. Erstmal diesen asiatisch angehauchten hier. Hm. Kommt geil. Mhm. So, und jetzt wird es schwer. Welcher Spieß hier jetzt was ist? Nee, der da hinten ist Gyros. Dann ist es Onkel Andi. Mhm. Onkel André. Hm. Aber schmeckt geil. Schmeckt echt geil. Dann Pfeffer-Mayo. Mmh. Mmh.
Leute, da kann ich mich rein hocken. Es ist zwar etwas pfeffrig, ganz klar, aber es schmeckt mal richtig, richtig geil. Wow, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Dann der Gyrospieß. Richtig geiles Gyros-Gewürz, was nicht Richtung Barbecue geht. Das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt gehabt, dass die, was von den Barbecuen, die Gewürze kommen, immer irgendwie Richtung Barbecue schmecken. Aber das schmeckt richtig nach Gyros. Danke, dass ich das bekommen habe. Mir fällt jetzt leider nicht der Name ein, der mir das geschickt hatte. Ja, und die anderen Spieße, die Schaschlik-Spieße, die zerfallen von selber. Da habe ich jetzt nicht einmal ein Messer gebraucht. Auch richtig, richtig geil geworden. Ja, Leute. Dann esse ich jetzt erst einmal. Lass Schatzi essen. Und nachher hören wir uns noch das Fazit an. Puh, Leute, ich sag's euch, es regnet zwar, aber Fazit können wir trotzdem heraus machen. Also mir hat's verdammt lecker geschmeckt. Ich habe wirklich meine 5 Spieße gegessen. Die waren alle sehr, sehr, sehr lecker. Und das mit dem mit dem Pfeffer und der Mayonnaise. Ja, ich habe gerade ein Video mit Reis angeschaut. Also das kommt da mal richtig, richtig, richtig geil. Das müsst ihr auch ausprobieren. Und da könnt ihr ja auch jeden anderen Grillpfeffer und jede andere Mayonnaise nehmen. Aber probiert das aus. Ihr werdet begeistert sein. Alles andere hat auch gepasst. Aber ich kann nicht mehr. Ich bin so vollgefuttert jetzt. Schatzi hat leider nur 2 Spieße geschafft. Und zwar diesen asiatischen Spieß und den Schaschlik-Spieß. Aber dazu kann sie ja was sagen. Schatz? Waren sehr lecker. Waren sehr lecker? Wie fandest du jetzt die Zusammenstellung von meiner schnellen, selbstgebastelten Schaschlik-Soße? Na okay, war sehr gut. So macht sie. Okay, Leute, das war's dann mit dem Video. Boah, ich bin einfach überfressen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat euch neue Anregungen gegeben. Ihr habt jetzt Varianten für 5erlei Spieße bekommen. Das alles in einem Video. Da macht es doch mal nichts, wenn das ein bisschen länger ist. Okay. Ich kann mich bloß verabschieden. Danke fürs Zuschauen. Hoffe natürlich noch auf reichlich Daumen nach oben. Viele geile, tolle Kommentare. Und Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Schauen wir mal, was es gibt. Wir wissen es noch nicht. Tschaikowski.